Heute gibt es ein Bratl. Da habe ich ein schönes Karree. Das ist vom Hofer Zeigen, das ist ein hochgefüttertes Sau. Wunderschön, hat ein wunderschönes Fett. Gewürzt ist das Ganze nur mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Knoblauch. Da habe ich noch ein Stück Schweinsbrüssel, das ist untergriffen, das haben wir gefüllt. Da seht ihr, das ist, da ist eine Semmelfülle drinnen. Da habe ich mit Spicknadeln, die man die auch zum Verbinden für Rouladen macht, zum Zubachen, und mit Spagat habe ich das noch zusammengebunden, damit das nicht aufgeht. Da haben wir vorbereitet eine Zwiebel, da ist ein bisschen Schweinefett drinnen. Im Garten habe ich noch Kräuter. Das geben wir jetzt da rein. Das kommt jetzt in den Dampfgarer, damit hier die Schwarte weich wird. Und wenn die Schwarte weich ist, dann können wir das noch schön schröpfen. Und danach gehe ich auf mit einem selber gemachten Gemüsefond, tue noch ein bisschen alles einreiben. Da habe ich noch einen Knoblauch vorgehackten und gehe es auf mit einem Bier und dann kommt das in den Herd. Ich gebe das Bratl jetzt in den Multidampfgarer. Das hat den Vorteil, jetzt habe ich nur einen ganz feuchten Dampf drinnen. Wir haben 96 Grad, das ist der AEG Competence, ganz ein tolles Gerät. Da muss man aufpassen, wenn man das jetzt aufmacht, dann kommt der heiße Dampf heraus. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt schieben wir das rein und haben jetzt, ich sage mal, wenn wir das jetzt so circa 20 Minuten drinnen lassen, ist die Schwarte ganz weich und wir können die schröpfen. Also, jetzt haben wir das Fleisch vorgedämpft im Dampf bei 96 Grad und jetzt habe ich das schön schröpfen können, da schaut es her, das geht ganz leicht, ich brauche nicht niederhalten, gar nichts, schaut euch das an und habe eine schön geschröpfte Schwarte hier. So einfach geht das, ich brauche da nicht niederhalten, gar nichts, schaut euch das an und so könnt's dann, habt ihr dann schöne Kruschperl oben. Das müsst ihr euch vorstellen. Dazu die Waldviertelknödeln, die wir da heute machen. Bitte immer dran denken, oben, wenn ein I aufleuchtet, dann ist das eine Information für euch. Da gibt es Ergänzungen zum Rezept. Da machen wir heute dazu Waldviertelknödeln. Das ist oben eingeblendet, dann das Rezept und ihr seht es schon. So, wie gesagt, jetzt habe ich da noch ein bisschen Knoblauch, der ist mir gestern übergeblieben. Da, den tun wir da noch drüber, dass das gut wird. Der Herd ist jetzt vorbereitet. Man kann das jetzt machen, auf ganz langsam machen wir das, auf 150 Grad Ober-Unterhitze und gegen Ende werden wir dann, damit es knusprig wird, höher gehen. Ich mache das im AEG Competence, der hat eine Stufe, die heißt Intervalldampf. Da fange ich jetzt einmal an mit 150 Grad, gebe da den Kerntemperaturfühler hinein und wenn das Fleisch dann 78 Grad hat, dann schaue ich das an, ob ich da noch überknuspern muss oder nicht. Wenn das noch nicht ganz richtig knusprig ist, dann werde ich es noch mal leicht übergrillen und wir kriegen dann eine Kerntemperatur von ca. 80 Grad und dann ist der Schweinsbraten perfekt. Und jetzt gehen wir ins Rohr. Wir arbeiten hier mit Intervalldampf. Ich habe jetzt einmal eingestellt 155 Grad. Ich habe jetzt einfach einmal 2 Stunden, es wird ein bisschen länger dauern bei dieser Temperatur. Und später werden wir dann noch einmal aufgießen mit einem Gemüsefond und einem Bier. Jetzt gehen wir es einmal so hinein und stellen uns die Kerntemperatur auf 78 Grad. So, da kommt der Dampf raus, da muss man immer aufpassen, zur Seite stellen, sonst verbrennt es einen. Ich stelle das hier rein. Wenn man keine Kerntemperaturfunktion hat, dann tut man das zwischendurch anstechen. Wenn leicht runter geht, dann ist der Braten fertig. So, wir haben hier jetzt ein Blödsinn, ich werde das dann auf 78 Grad einstellen. Jetzt ist es soweit, wir haben jetzt das Karree und die gefüllte Schweinsbrust herausgenommen. Jetzt schaut euch das an, wie schön das geworden ist. Schaut her, wir haben ein wunderschönes Kruschperl, das werden wir uns dann am Tisch zerteilen. Die Leute sind schon da. Wir legen jetzt das einmal her. Das ist ganz eine tolle Sache geworden. Vom Frank Jeremias haben wir hier die Waldviertler Knödeln.
Ich lege das jetzt einmal auf die Seite. Jetzt schauen wir uns noch das Karree an, wie das wird. Das nehmen wir da raus. Schaut euch das an. Das ist ganz, das spritzt ganz saftig. Das funktioniert wunderbar. Und das haben wir jetzt im Kombidämpfer gemacht. So. Ich glaube, das ist ein Problem gerade. Jetzt schaut euch das an, wenn man das so aufschneidet. So. Saftig, seht ihr das? Da schaut es her. Das ist der Saft. Herrlich. Da geben wir. Das muss man kosten. Wie ich gesagt habe am Anfang, wir haben da während der gesamten Kochzeit, das waren jetzt 3 Stunden 45, haben wir nur meinen Gemüsesaft, meinen Gemüsefond aufgegossen und ein Seiterl Bier. Gewürzt war das Fleisch selber und jetzt schaut euch das an. Ist das nicht herrlich, wenn man das am Tisch brennt? Liebe Freunde, kocht es noch. Gerne kocht. Das Beste ganz einfach. Kocht es noch. Abonniert meinen Kanal. Das ist kostenlos.